kommen wir vom Busticket zum Semesterticket. Zu Beginn des Jahres 2013 kostete das Busticket ungefähr 90 Euro. Nun soll das Semesterticket ungefähr 90 Euro. Nun soll es ungefähr 110 Euro kosten. Woran liegt das und was genau ist da geschehen? Also was ist genau passiert, dass der Preis so gestiegen ist? Ja, bitte. Alles klar. Die Preissteigerungen für das Bahnsemesterticket sind in den vergangenen letzten Jahren immer relativ hoch gewesen. Und das ist ein Trend, der sich deutschlandweit abzeichnet. Also wir sind in diesem Jahr auf mehreren Vernetzungstreffen bundesweit und landesweit gewesen und haben zunächst einmal verglichen, wie die Preise aussehen. Und da muss man sagen, Göttingen kommt insgesamt noch relativ gut bei weg, was keine Entschuldigung dafür sein soll, dass der Preis weiter steigt, ganz klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt schauen, welche Maßnahmen geht man ein. Und das Problem, was wir halt sehen, ist, dass die Privatisierung von Bahnstrecken immer weiter zunimmt. Das ist ein Trend, der sich in den letzten 5 Jahren abgezeichnet hat. Und die privaten Bahnunternehmen verlangen von uns wesentlich mehr Geld, als es die Deutsche Bahn zuvor getan hat. Und wollen den Studis natürlich möglichst viel Geld aus der Tasche ziehen. Dem wirken wir entgegen, indem wir uns jetzt landesweit vernetzen, indem wir in den letzten Monaten verstärkt auf die Politik auch zugegangen sind, indem wir momentan dabei sind, Kontakte über den Niedersächsischen Landtag aufzubauen und gezielt darauf hinzuwirken, die Bahnunternehmen unter Druck zu setzen und das Semesterticket preislich gesehen im Rahmen zu halten. Ja, de facto haben wir eine eklatante Preissteigerung in den letzten 3 Jahren gehabt. Da zeichnen massiv Jusos, Grüne als alte astertragende Gruppe und für dieses Jahr natürlich auch die ADF mit für verantwortlich, dass der Preis derart angestiegen ist. Ich finde, für ein Semesterticket, was von den Leistungen quasi genauso ist wie das, was wir vor einigen Jahren hatten, bei steigender Studentenzahl, wir sind mittlerweile fast 3000 Studenten mehr als noch vor 1-2 Jahren, da muss man sagen, das ist schlechtes Verhandlungsgeschick gewesen. Man muss sagen, man hätte deutlich mehr Druck aufbauen können, auch schon vorher mit den anderen Asten. Niedersachsen, Braunschweig kann ich nur nennen, die TU Braunschweig hat ein Semesterticket, was fast die Hälfte von unserem kostet, bei einem Netzplan, der jetzt nicht großartig dem anderen von uns entspricht. Und ich denke, dass man da in einem neuen Aster sicherlich darauf achten kann, wenn man da sich Mühe gibt, den Preis nicht weiter ansteigen zu lassen, sondern sich landesweit so zusammenzuschließen, dass wir auch niedersachsenweit beispielsweise ein Ticket aushandeln können. SRK als erstes, bitte. Das ist wirklich ein kurzer Beitrag. Ich gehe davon aus, dass selbst wenn der RCDS das die letzten 3 Jahre verhandelt hätte, der Preis genauso wäre, wie er jetzt ist. Und zum Thema, dass dieses Semesterticket teurer geworden sein soll. Noch kurz, also wer dieses Ding verhandelt, das sind Einzelpersonen im Aster. Es gibt einen gewissen C.Z., der sein Wissen nicht weitergegeben hat, als der erste linke Aster eingesetzt wurde, sozusagen von Legislatur zu Legislatur mit wechselnden Gruppen, wird entweder Wissen weitergegeben oder nicht. Und wenn gewisse konservative Gruppen nach einer 10-jährigen blauen Legislatur dieses Wissen nicht weitergaben, ist es klar, dass der erste Aster ohne Erfahrung damit erstmal einiges zu kämpfen hatte. Und ja, ansonsten weiß ich, dass ich eingesetzt wurde und ich bezweifle, dass der RCDS das besser gemacht hätte. Ich würde gerne aus unserer Sicht noch kurz den Unterschied zwischen dem Bahn- und dem Bus-Semesterticket erklären, weil auch wieder gesagt wurde, das ist doch Wahlfreiheit. Wahlfreiheit ist unserer Meinung nach, wenn jeder Student das selber entscheiden könnte, ob er das Semesterticket haben möchte. Und den Unterschied, den wir da machen, warum wir für das Bahn-Semesterticket und gegen das Bus-Semesterticket gestimmt haben, ist, dass beim Bahn-Semesterticket die Legitimation wegen der deutlich größeren Zustimmung deutlich besser ist. Und deswegen können wir das akzeptieren als Beitrag für alle. Wir würden uns natürlich niedrige Beiträge wünschen und auch hier mehr Wahlfreiheit, zum Beispiel ein Austrittsrecht oder verschiedene Optionen für Bundesländer. Dazu muss man den Mut haben, das zu verhandeln. ADF, bitte. Ich würde nur noch mal zwei Unstimmigkeiten noch mal eben aus dem Weg räumen. Nämlich zum einen ist das Braunschweiger Semesterticket eben nicht günstiger, sondern es ist teurer, das Braunschweiger Semesterticket. Und zweitens haben wir eben doch Streckenzugewinne. Also die Eriks Bahngesellschaft wird ab dem Wintersemester 14/15 für den Fall, dass die Urabstimmung jetzt positiv ausfällt, mit ins Streckennetz hineingenommen werden. Das würde bedeuten, dass das gesamte niedersächsische Streckennetz im Semesterticket ist. Und
Insofern haben wir auf der einen Seite natürlich die Preissteigerung, aber es ist auch ein ganz klarer Streckenzugewinn dabei. Zu dem, was du gerade angesprochen hast, es gibt ja Möglichkeiten, eine Rückerstattung zu beantragen für Härtefälle. Und das ist auf unserer Homepage aufgeschlüsselt, auf der Aster-Homepage. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und insofern ist da schon so eine Klausel mit drin, auch eine Rückerstattung zu beantragen. RCDS als letzten Beitrag. Bitte. Ja, noch kurz zum Braunschweiger Modell. Das Gesamtsemesterticket in Braunschweig ist nur deshalb teurer, weil da auch der kommunale Bus-, Straßenbahnverkehr etc. drin ist. Die Braunschweiger zahlen ungefähr 68 Euro für ihr Bahnsemesterticket und sie zahlen ungefähr 45 Euro für ihr öffentliches Nahverkehrsnetz mit Bussen, Bahn, Straßenbahn etc. Also nur noch mal zu dem Punkt. Ja, vielen Dank erstmal. Das war es soweit zum Bus- bzw. Semesterticket.